Namaste, mein Name ist Steffi, ich bin Yogalehrerin, auch für Schwangere und zur Rückbildung. Und vielleicht bist du gerade schwanger mit einem kleinen oder großen Bauch. Und dann habe ich ein paar Übungen für dich, die dir hoffentlich jetzt in der Schwangerschaft gut tun. Öffne deine Beine zu einer Grätsche und schau mal, dass die Füße jetzt erstmal parallel sind. Und die Beine gestreckt. Jetzt erkläre ich dir eine Atemtechnik, die wird Ujjayi-Atmung genannt, übersetzt auch ozeanische Atmung oder Meeresatmung, weil so ein bisschen wie eine Wellenrauschgeräusch entsteht. Ja? Also so ein kannst du dir auch wie ein vorstellen. Vielleicht hast du auch ein Bild im Kopf, dass du dir ein am Strand vorstellst, dass die Wellen vor und zurück gehen und dann rauscht das. Und wir üben das jetzt erstmal durch den Mund und dafür nimmst du mal die Hände an die Rippen rechts und links. Bleibst hier mal aufrecht und gerade stehen und jetzt spürst du vielleicht, wie sich auch deine Rippen hier auseinanderdehnen und wieder zusammengehen. Wenn du dieses Geräusch entstehen lässt. Jetzt fahre fort, mal hier die Stimmritze etwas zu verengen, als ob du einen Spiegel anhaust, also so ein. Und du spürst hier deinen Atem mit den Händen. Lässt ihn langsam ein- und ausströmen. Und füllst hier deine Lungen vollständig mit Atemluft, mit Sauerstoff. Und jetzt beug mal deine Beine leicht, als ob du so auf vielleicht einem Pferd sitzt, ja? Und das aktiviert und trainiert dann auch deine Beinmuskulatur. Bleib jetzt hier stabil mit den Füßen gut geerdet. Mach den Oberkörper lang und gerade. Und dann nimm mal die Hände vor dein Herz ins Namaste und jetzt strecke mal mit jedem Einatmen die Arme nach oben und mit jedem Ausatmen öffnest du die Arme und lässt sie sinken. Und du kannst jetzt durch den Mund ein- und ausatmen oder du schließt den Mund, dann ist das Geräusch etwas leiser. Aber du hörst immer noch ein sanftes Rauschen. Schau mal, was für dich besser funktioniert, durch die Nase oder durch den Mund. Finde deinen eigenen Atemrhythmus hier. Streck die Arme mit dem Einatmen nach oben und mit dem Ausatmen öffnest du die Arme und lässt sie sinken. Noch einmal mehr. Einatmen und ausatmen. Als nächste Bewegung, bleib bei der Atmung hier, nimm die Arme, öffne sie in die Waagerechte, Handflächen zeigen nach oben und ausatmen, schließt du sie vor deinem Herzen in das Namaste. Also einatmen, öffnen, deine Beine bleiben gebeugt, ausatmen, schließen. Ein und aus. Die Hände öffnen, als ob du so zwei kleine Schalen bildest mit den Händen. Und du bist gleichzeitig auch im Brustkorb aufgerichtet und geöffnet. Noch ein letztes Mal ein- und ausatmen. Dann beug deine Beine noch ein Zentimeter mehr. Bleib aufrecht im Rücken und mach als nächste Bewegung mit dieser Atmung ein Dreieck, Diamanten in der Luft oben, eine Spitze und dann lässt du langsam, langsam die Arme nach unten sinken. Die Ellbogen zeigen dabei nach außen. Also einatmen über die Seite nach oben, Diamanten formen und ausatmen lässt du langsam, solange du ausatmest, die Hände sinken. Wir machen noch drei davon. Einatmen und ausatmen.
zwei, und noch eine letzte Runde, ganz langsam, schließ die Augen. In Zeitlupe sinken lassen. Dann öffne langsam wieder die Augen, streck mal beide Beine, bleib in dieser Grätsche mit den Beinen, nur die beiden Beine sind jetzt gestreckt. Dann machen wir eine Seitdehnung. Dafür nimmst du mal die linke Hand an die Hüfte und nimmst den rechten Arm gestreckt nach oben, atme ein und zieh dich hier wirklich in die Länge, dass du hier richtig schön spürst, wie du dich lang machst, auseinanderdehnst. Und mit dieser Länge gehst du jetzt in die Seitdehnung. Richtig schön in die Seite auseinanderziehen. Die andere Hand in der Hüfte kann hier dich stabilisieren. Wenn du möchtest, kannst du hier noch mit dem Ohr ein bisschen auf die Seite, mit dem Kopf seitlich neigen und halte das. Dann langsam, langsam aufrichten und ausatmen, den Arm sinken lassen. Genauso auf der anderen Seite, nimm erstmal den Arm nach oben und einatmen, zieh dich noch mehr in die Länge, streck dich ganz lang und dann halte hier mal in der Seitdehnung. Zieh dich auch hier richtig schön in die Seite auseinander. Und dann langsam zurückkommen, mit der ausatmenden Arm ganz langsam sinken lassen. Dann schließ deine Beine ein kleines bisschen mehr, dass du ungefähr hüftweit die Beine auseinander geöffnet hast. Du kannst die Knie jetzt leicht beugen und mal den Oberkörper voller Leichtigkeit von einer Richtung in die andere Richtung hin und her schwingen. Ganz leichte Bewegung, sodass du das Gefühl hast, oh, jetzt entsteht auch Leichtigkeit hier in den Armen und im Oberkörper, indem du dich hier schön hin und her schwingst. Und das machen wir jetzt auch mal diagonal von rechts oben nach links oben, diagonal hin und her. Also auch hier schwingen und lockern. Und vielleicht möchtest du irgendwas hier loswerden, dann zack in die Ecke hin und her, schieb das weg, lass es los und lockere hier die Arme hin und her noch einmal. Wie geht's dir und deinem Baby nach diesen Yoga-Übungen? Ich hoffe gut. Gerne kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren, da wird es regelmäßig weitere Übungen, Meditation, Atemübungen und auch Yoga-Übungen für Yoga in der Schwangerschaft geben. Viel Freude dabei und ich danke dir. Yoga.